Sascha von netbook.de. Wir kommen gerade von einer Sony-Pressekonferenz hier auf der IFA 2011 in Berlin. Und vorhin haben wir schon uns das Sony Tablet S angeschaut, den 9.4-Incher. Jetzt das Sony Tablet P. Und ja, Clamshell-Design erinnert mich so ein bisschen auch ans Vario-P. Dieses Widescreen-Design hier. Lass uns mal ganz kurz mal rumschauen. Ich glaube, wir haben das eine 5-Megapixel-Kamera hier vorne. Dann haben wir hier einen Anschluss für, das ist ein Micro-USB, wenn mich nicht alles täuscht. Anschluss für ein Netzteil, An- und Ausschalter, Lautstärkeregler. Und hier ist nochmal ein Anschluss fürs Headset. Super leicht, die ganze Geschichte. Und wie ihr hier sehen könnt, das sind, ich glaube, 5,5-Inch-Displays waren das gewesen, zwei an der Zahl. IPS-Displays, also sehr guter Blickwinkel. Und wie ihr generell sehen könnt, ist das eine stark angepasste Honeycomb-Oberfläche. Es ist ein Honeycomb 3.2, was hier drauf läuft. Aber lasst uns mal ganz einfach hier zum Beispiel in die Apps reingehen. Guckt euch das mal an hier. Das habe ich so in der Form noch irgendwo gesehen. Also da hat Sony ordentlich an der UI gearbeitet. Wir gehen mal hier ganz einfach zurück. Und dann zeige ich euch mal hier so ein paar angepasste Anwendungen. Ganz interessant ist, wir gehen mal auf den Videoplayer. Es geht hier die Art und Weise, wie ihr Konnektivität zwischen den einzelnen Sony-Geräten herstellen könnt. Ihr könnt nämlich auch dieses Video zum einen über einen Lautsprecher wiedergeben und natürlich auch über einen großen Sony-Fernseher. Der sucht jetzt nach all den Sony-Geräten, die hier im Umkreis sind. Da ist ein Sony Bravia-Fernseher, hier ist dieser Bluetooth-Speaker, den ihr da sehen könnt. Und jetzt könnte ich ganz einfach das konnektieren und dann würde es dann da wiedergegeben werden. Obwohl das jetzt ein bisschen interessant ist, weil da schon einer unterwegs ist. Aber es funktioniert wohl wirklich, das wurde zumindest gesagt. Was ich eben noch ebenfalls noch ziemlich cool finde, ist, lass mal zur Startseite gehen. Generell, Performance ist sehr, sehr gut. Ne? Also da gibt es überhaupt nichts. Ihr habt hier oben dieses Feld Favorites. Und ihr seht übrigens auch hier diese ganzen kleinen Statussymbole. Die gab es so vorher bei Honeycomb noch nicht. Aber ich gehe jetzt mal hier auf Favorites. Und da könnt ihr dann eure Lieblingsspiele, Sony PlayStation 1 Spiele werden übrigens hier drauf laufen. Lieblingsspiele, Lieblingsvideos, Musik, Bookmarks und so weiter. Alles da drauf packen. Wirklich sehr, sehr schönes Gerät. Sony hat da wirklich ordentlich in den Designtopf gegriffen. Wird verfügbar sein im November und kostet dann 599 Euro. Das ist das Sony Tablet P. Ich bin Sascha von netbook.news.de hier auf der Sony Pressekonferenz während der IFA 2011 in Berlin. Danke fürs Zusehen.